Hallo und herzlich willkommen zu Mein Zack. Wir sind ganz smile. Heute geht's weiter mit dem nächsten Faktenvideo. Aber bevor wir anfangen, erstmal der Fake von letzter Woche. Also vom letzten Video, nicht letzte Woche, letztes Video. Das war der Fakt mit dem Zeus. Der Vater heißt Kronos und nicht den Namen, den ich anders genannt habe. Das ist nämlich ein anderer Verwandter von ihm. Habt ihr es gewusst? Schreibt's runter und wenn ihr es noch nicht mal gesehen habt, kann ich nicht verstehen. Schaut in der Playlist nochmal nach oder sucht es einfach auf meinem Kanal. Auf unserem Kanal. So, dann gehen wir zum ersten Fact über. Bis gleich! Der erste Fact ist auf der neuen Karte, die ihr gesehen habt, die gerade momentan in der Beta ist. Das ist Clash, also Zusammenprall auf Deutsch. Auf dieser Karte, wenn man links von der guten Seite aus, links an dem Phönix vorbeiläuft, kann man über das Meer schauen und da sieht man die Eroberungskarte. Ein kleines Video dazu, damit ihr euch das visuell vorstellen könnt, kommt jetzt. Hallo und willkommen, wie ich gerade gesagt habe, auf Clash sieht man ja die Conquest-Karte, die Eroberungskarte. Ich bin gerade auf der guten Seite. Und ganz hinten sieht man links den Lavaberg, da wo das böse Team startet von Eroberung. In der Mitte sieht man ein bisschen die Goldfurie und den Fire Giant, also den Feuertitan. Und rechts sieht man die gute Seite. Ja, das war's. Haut da rein, bis gleich. Wie gehe ich weiter? So, auf jeden Fall, weiter geht's. Der zweite Fakt geht um den Xabalake. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall, wenn ihr gegen ihn kämpft und er seine Ult einsetzt, dann könnt ihr durch Stehen bleiben den Stun verhindern von ihm. Kleines Video dazu kommt jetzt. So, und jetzt zum Beweisvideo. Dann hau mal deine Ulti rein, Xabalake. Nein. Mach es. Du bist noch zu klein dafür. Ich wurde nicht gestunt. Hallo. So, der nächste Fact, der dritte, kommt von der Eroberungskarte. Wenn ihr eine bestimmte Zeit wartet, zwischen dem Speed und dem Damage Buff, dann kommt da so eine Schlange entlang. Diese Schlange ist eine Anspielung auf Adam und Eva. Das ist nämlich die böse Schlange, die den vergifteten Apfel da und so weiter. Ihr kennt die Geschichte, ne? Auf jeden Fall. Alles klar. Ciao. Da, Schlange. Da war sie. Hallöchen. Willkommen zum nächsten Fact. Der hat was zu tun mit Fenrir und Tyr. Das ist ein. Der war eine Mutprobe. Also Fenrir war sehr mächtig. Die Götter haben versucht, ihn zu fesseln, damit er nicht gefährlich werden kann. Weil wenn er kommt, kommt der Chaos. Auf jeden Fall haben sie ihn dann erstmal gefesselt, haben ihn als Mutproben getarnt. Erste Fesseln kaputt, zweite Fesseln kaputt, so. Die Götter haben sich dann gesagt, so. Wir machen jetzt was Magisches. Haben dann Fenrir gesagt, so, jetzt kommt das dritte. Aber Fenrir war nicht dumm. Der hat sich gedacht, ja, die verarschen mich doch bestimmt. Also hat er gesagt, Tyr, deine Hand bitte in mein Maul. Wenn diese Dinge magisch sein sollten, diese Fesseln, werde ich deine Hand abbeißen. Ja, und wie wir sehen, Tyr hat seine Hand nicht mehr und hat ein Wolfsding, Wolfsfaust jetzt. Also der hat ja keine Hand mehr, der hat jetzt diese Faust. Wie seht ihr denn auf dem Bild? Vom Splasher, von Tür oder wenn ihr mit dem spielt. So, ab zum nächsten Fact. So, und jetzt kommen wir zum letzten Fact. Ja, der ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr 1000 Anbeter habt, also die 1000 Punkte für euren Gott, dann habt ihr Level 10 erreicht und ihr seid fertig mit dem Gott. Das war's mit dem Faktenvideo. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Danke für 20 Abos. Da freuen wir uns richtig drüber. Haut rein und ciao. Pop.
So, jetzt habt ihr es zum Ende des Videos geschafft. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr den Fake Fact gefunden habt dieser Folge. Haut rein, spielt weiter Smite.